Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren PvP-Tutorial. Diesmal geht es um den Bogen und erstmal geht es ums Ausweichen. Wie weicht ihr perfekt aus? Es geht darum, ihr müsst möglichst komisch laufen, das heißt im Zickzack den F5-Modus nutzen und die ganze Zeit quasi so hin und her laufen, aber halt nicht gleichmäßig, sondern ab und zu auch mal sneaken und so. Und so werdet ihr quasi nie getroffen von, als Beispielobjekt, Deadbreak. Er ist nicht der schlechteste, aber er wird mich nie treffen, weil diese Ausweichtechnik schon verdammt gut ist, denn der Gegner weiß eben nie, wohin er geht und dann kann man auch mal den Bogen spannen, um ihn komplett zu verwirren. Und ja, so kann er einen fast nie treffen. Wie man sieht, am Schluss wird er mich ein paar Mal treffen, aber an sich ist es schon ziemlich hart für ihn, weil immer, wenn er denkt, okay, da laufe ich jetzt hin, laufe ich genau woanders hin, wo er nicht weiß, wohin. Dann kann man noch ein paar Pfeile ab und zu mal einsammeln oder mal einen Schuss abfeuern. Und ja, so ist es dann ziemlich perfekt. Zudem kann man blocken. Dadurch kriegt man genau 50% des Schadens und teilweise bekomme ich nur ein halbes Herz trotz ziemlich gespannten Bogen. Und das ist dann schon OP. Wenn man hier schaut, ich kassiere 3 Pfeile, habe 3 Herzen weniger, kassiere noch mehr, alles halte ich aus und dann, wenn ich nicht blocke, bin ich nach 2 Schüssen tot, also halbes Leben, 2 Schüsse. Jetzt kommen wir zum Treffen. Um zu treffen, zielt ihr am besten zwischen Kopf und Oberkörper. Mein FOV ist 105 in dem Fall, aber es macht nicht viel Unterschied. Also immer so auf den Kopf und auf die Brust zielen, dann trifft ihr euch immer. Zudem müsst ihr immer berechnen, wo er hinläuft. Also, wenn er jetzt nach links läuft, dann läuft er dahin. Oder ihr könnt auch die ganze Zeit statisch auf einen Punkt halten, wenn er hin und her läuft, wie man es nicht machen sollte beim Ausweichen. Und dann trifft man immer ganz gut. Beispiel hier habe ich jetzt verfehlt, weil das schwer ist, jemanden beim Verfolgen zu treffen. Nur jetzt Beispiel, da weiß ich ja ungefähr, wo er hingeht und dann kann man ihn ganz gut treffen. Hier sieht man das nochmal ganz gut, wie man es machen kann. Also er läuft hin und her und dann schießt man eben in seinen Lauf rein. Das klappt jetzt perfekt und so geht das, weil er läuft immer links, rechts und wenn er dann in eine Richtung geht, dann weiß man halt auch, wo er hingeht. Ihr müsst dazu gutes Aiming haben und vor allem, ihr müsst den voll spannen. Hier seht ihr jetzt die Bogen-Kombo. Ihr müsst einfach einen kurzen, spammigen Pfeil schießen oder einen langen und gebt danach die Kombo. Das ist wie ein Angel-Kombo, nur dass man es mit dem Bogen macht. Hier sehen wir jetzt nochmal einen standardmäßigen Kampf, wie man kämpfen könnte. Ohne Angel natürlich. Und da benutzen wir einige Elemente, machen das aber nicht alles perfekt. Und probieren uns so ein bisschen aus. Da gibt er uns eine krasse Kombo. Er kriegt auch nicht den meisten Knockback des Todes. Aber es geht im Vergleich zu anderen. Hier probieren wir immer diese Bogen-Kombo. Und zum Schluss erledigen wir ihn dann gleich. Genau jetzt. Und jetzt machen wir noch einen Trickshot, weil ich es kann. Like a boss. Und ja, das war's dann mit dem Video. Lasst doch auf jeden Fall eine positive Bewertung da, würde mich ultra freuen. Und natürlich könntet ihr auch das Video an Leute schicken, die Probleme hatten oder so. Und ja, hier seht ihr noch den Kampf zu Ende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut die alten Folgen, wenn diese euch geholfen hat und schreibt Probleme in die Kommentare. Bis dann!